Berger. Kommt da nicht durch. Allerdings sehen das jetzt danach. Gleich die nächste Strafe. Und das 1:0 für den EV Zug. Allerdings wohl Tobias Stefan, der hier eine Torhüterbehinderung reklamieren will. Und das dürfte dann auch angeschaut werden. Sven Neuenberger wäre auf jeden Fall der Torschütze. Und entsprechend wird hier gleich diskutiert. Thomas Urban und Marc Wiegand. Nein, sie schauen sich das anscheinend nicht an. Sie sind da ganz klar der Meinung, keine Torhüterbehinderung. Schauen wir noch einmal. Natürlich kann er die Coach-Challenge nehmen. Wille Peltonen, Zehnter, fährt einen Torhüter rein. Und dann kommt Leuenberger. Und da ist das erste Goal der EV Zug. Er zieht uns die Nummer 61. Mancini. Hoffmann mit dem 2:0. Er trifft also wieder einmal. Er hatte schon zwei Stangentreffer. Einer, der das Gehäuse nur streifte, einer voll ans Gehäuse und jetzt einer mitten ins Gehäuse, dort, wo er die Scheibe hinhaben will. Gregory Hoffmann. Mancini mit dem Querpass direkt abgezogen. Da verschiebt sich Stefan noch, ist dann unten und über die Schulter erwischt es den großgewachsenen Torhüter. Da kann er nicht allzu viel machen. Eine gute Alternative sein, auch zu Klingberg. Beispielsweise, das ist ein 3:0. Lino Mancini. Und das ist, da lehne ich mich aus dem Fenster, von der kommender Tontribüne raus. Das ist die Entscheidung in dieser Partie. Lino Mancini gleich noch einmal im Powerplay bei 5 gegen 4. Lindbom zurück auf dem Eis. Folglich zwei Powerplay-Tore dürften diese Partie entschieden haben. Mancini mit dem Abschluss, ja, vor dem Tor noch abgelenkt von Bachhoffner mit seinem vierten Saisontor.